Herzlichen Glückwunsch! 10 Jahre Kinderpalliativmedizin in Datteln. Großartig! Mein Respekt. Mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich war vor vielen Jahren in der Kinderklinik tätig und unterstütze heute auf verschiedensten Wegen mit meiner Stiftung Humor auf Teilen, aber eben auch mit meinen medialen Möglichkeiten eine moderne, eine menschenzugewandte, eine teamorientierte Medizin. Und da sind Sie seit vielen, vielen Jahren wirklich Vorbild. Sie sind Vorreiter. Und wie man so schön sagt, woran erkennt man Pioniere? An den Pfeilen im Rücken. Es ist ja nicht immer leicht, derzeit etwas voraus zu sein. Mit Boris Zernikow verbindet mich auch schon viele Jahre. Und deswegen hat er mich gebeten, auf diesem elektronischen Wege zum ausgefallenen Fest ein paar ausgefallene Gedanken beizutragen. Während sich der Rest der Republik darüber streitet, wer jetzt wem wie viele Milliarden Kredite zuschustern muss und ob Automobil oder Flugzeuge wichtiger sind. Ich kann es nicht fassen, aber so ist die Diskussion, wissen alle, die in den Gesundheitsberufen arbeiten. Es wird überhaupt nicht lockerer, sondern die Last bleibt bei denen, die an der Basis, an der Front, am Patienten sind. Und gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen oder lebensbedrohlichen Erkrankungen, für die ist dann so eine zusätzliche Infektion oft lebensentscheidend im wahrsten Sinne. Aber wem sage ich das? Das ist Ihnen natürlich jeden Tag auch vertraut. Aber ich finde es wichtig, zusammenzuhalten, die Idee, dass die Zukunft der Medizin eben nicht eine nur im heroischen Bekämpfen mit Hochleistungsmedizin ist, sondern eben auch eine, die teamorientiert, patientenorientiert, familienorientiert ist. Das ist seit 10 Jahren in Datteln klar. Und während die anderen rumdaddeln, datteln, handelt und bewahrt sich auch ihren Humor. Boris hat mir nämlich verraten, dass sie jetzt auch Humorseminare planen. Und da darf ich Ihnen verraten, Humor auf Teilen macht seit vielen Jahren spezielle Programme genau für die Gesundheitsberufe. Und ich schenke Ihnen zu Ihrem 10-jährigen Jubiläum eins unserer Seminare. Und vielleicht sehen wir uns dann auch wieder in echt, wenn es für alle ein wenig wieder möglich wird, zusammen zu feiern. Ihr Eckhard von Hirschhausen.